Ah, nimm das mal weg hier, das versperrt ja völlig die Sicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Urlag auf Sendung. Ich habe den Hans Holl zu Gast. Und ich den Willi Urlag. Und wir haben, ihr habt schon gesehen, diverse Päckchen und Pakete und Beutelsäcke, die wir jetzt einfach mal wieder auspacken. Gut. Wir fangen mit dem Kleinsten an. Und zwar ist es, von der Grafschaft Manufaktur. Oho, oho. Habt ihr von denen schon mal was gehört? Wenn nicht, guckt in die Beschreibung des Videos. Stilecht wird das natürlich mit dem Säbel entsäbelt. Es geht nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Es geht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich. Siehst du, mit den Säbeln musst du schneiden. Was jetzt? So. Und zwar wurde mir hier freundlicherweise, also ich weiß nicht, was drin ist, aber ich habe eine Vermutung, weil ich habe es letztens bemängelt, dass ich es nicht habe. Es sind bestimmt keine Wurstscheiben. Wir haben hier, oh, hier, Grafschaften-Merch. Nicht an so ein paar Postkarten. Oh, die kaiserliche Jagdgesellschaft. Oh, hier und auch den Dackel, der beste Jagdhund, den es gibt. Wirklich. Ein paar Aufkleber. Und natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Oh, es wird ja immer besser. Ah! Oh! Das sind die aktuell neuen Sorten. Ich glaube, es ist eine Spezialaktion. Es ist limitiert auf, fragt mich nicht, wie viel. Ich glaube, nur 300 irgendwas Flaschen pro Sorte. Da müsst ihr schnell sein. Das ist hier, also wir haben den Standardkräuterlikör. Sehr gut, kann ich mir empfehlen. Und das ist derselbe Kräuterlikör, aber 3 Jahre gelagert in einem Rumfass und in einem Whiskyfass. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin ja tatsächlich ein Whisky-Trinker und da bin ich auf das Aroma sehr gespannt. Wir werden das natürlich jetzt verkosten und vergleichen. Einfach mal. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Wenn ihr auch Lust auf diese köstliche Köstlichkeit ihr habt und uns gleichzeitig noch unterstützen wollt, dann könnt ihr über den Link hier unter dem Video bei Grafschaft das direkt bestellen im Onlineshop. Das ist ein Affiliate-Link, da habe ich am Ende auch was davon. Und vielleicht schaffen wir es damit irgendwann zur Urlaug-Spezialedition. Das wäre ja was. Die ist im Gespräch, aber ja. Wir wollen ja ein bisschen Anreiz schaffen. Ich stelle mir jetzt vor, dieses wunderschöne, klassische Etikett versehen mit dem Abbild des Uberspasten. Also ich finde ja, die Gestaltung ist ja wirklich, gerade hier mit dem güldenen Glanz. Und da hat man auch so eine Jagdszene im Hintergrund. Sieht man das von deiner Tapete? Und hier haben wir ein Naturgemälde. Ach nee, das ist eine Dampflok. Oh, ist das der Hogwarts Express? Nee, das sieht fast so aus. Und das sieht hier aus wie Afrika. Das ist eine Zuckerrohrplantage mit schwarzen Arbeitern. Und das wird dann garantiert hier ein schottisches Eisenbahnviadukt sein. So sieht es so aus. So, zur Einstimmung, normal. Genau, aber nur nach einem. Ne? Ja, wir verkosten ja nur. Wir wollen uns ja hier nicht betrinken. Wir wollen es ja genießen. Dankeschön. So, dann zum Wohl. Zum Wohl. Der ist halt einfach schön mild. Ja, er ist mild, aber nicht lasch, sondern hat genau die richtige Balance und ein wirklich schönes, vielfältiges Geschmacksrepertoire. Ich sag mal, bei den billigen Kräuterlikören, die schmecken zwar kräuterhaft, aber das ist halt nur irgendwie so eine Ebene.
eben nicht. Ne? Also man hat den Geschmack, wenn man es trinkt und fertig. Und hier hat man eben den, der Geschmack bleibt am Gaumen, bleibt an der Zunge, hat noch einen schönen Nachgeschmack, aber der nicht genau dasselbe ist. Der ist gar nicht so teuer, finde ich. Wie teuer ist denn der überhaupt? Unter 20 Euro. Das ist guter Preis. Der ist teuer. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch was Spezielles. Ich sehe auch gerade, der hat 33% normal und die haben jeweils, der hat 34,7 und der 34,5 rum. Oder rum zuerst? Whisky zuerst. Ich von Whisky ich würde den Whisky zuerst probieren. Oh, mir fällt auf, also man gibt sich ja immer sehr viel Mühe, auch mit der Verpackung. Mir fällt mir auf, weil der Deckel ist aus Holz. Hier ist das aus Kunststoff. Mhm. Aber hier ist anscheinend echtes Holz. Nochmal so eine Papierbanderole drüber. Es hat schön, vermittelt ja. So eine Wertigkeit immer. Das auf alle Fälle. Also es macht schon etwas her, wenn es im Regal steht. Ja, der riecht gleich nochmal ganz anders. Es ist interessant, finde ich, dass die Lagerung nur in so einem Fass, wo vorher Whisky drin war, da so viel Geschmack vermittelt. Ja, das also riecht ja. Das Interessante ist ja, auch Whisky lagert ja nicht in neuen Fässern, sondern in alten Fässern. In Barrique-Fässern. Ja. Es stimmt, das waren auch vorher Weinfässer, oder? Genau. Mhm. Also man riecht natürlich den Alkohol heraus. Es ist jetzt, sag ich mal, eine Mischung aus dem Kräuterlikör, aus dem Geruch des Kräuterlikörs, aber man hat hier auch deutlich eine Whisky-Note drin. Oh, das ist gut. Ich krass. Hätte ich nicht erwartet, das ist ja ganz anders. Es ist ganz anders. Ich dachte. Gleichzeitig aber auch, es ist das, aber irgendwie anders. Also für alle, denen Whisky zu hart ist. Hm, mich zum Beispiel. Ist das eigentlich genau das Richtige, um den Whisky-Geschmack nahe zu bringen, ohne, sag ich mal, die eventuell negativen Einflüsse, nämlich die Strenge von dem Whisky, weil das ist. Quasi die Milde des Kräuterlikörs, gar nicht mal so der Geschmack, der ist, sag ich mal, sehr im Hintergrund, der Kräuterlikörgeschmack. Aber du hast ein wirklich reichhaltiges Whisky-Aroma, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Das kommt echt raus, ja. Ja, also das ist, also Hut ab, Grafschafter, das ist mal wirklich, also da, das, was draufsteht, das ist drin. Ich würde meinen Hut abnehmen, aber wir sind drin und ich habe natürlich keinen auf. Genau. No. Also es ist auch ein leicht rauchiger Whisky-Geschmack, aber ganz leicht, vielleicht ganz, ganz leicht ins Torfige, aber das würde keiner, der das nicht kennt, rausschmecken. Auf jeden Fall ein rauchiger Whisky und damit eigentlich auch ein sehr schönes, reichhaltiges Aroma. Also wirklich, ich würde mal gerne den Whisky verkosten, der in den Fässern drin war. Ich glaube, der würde mir natürlich auch schmecken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt kein Whisky-Konnoisseur. Ich kenne mich da gar nicht aus, weil, wie du sagst, für mich ist das gar nichts. Für mich schmeckt es dann meistens einfach nur nach Alkohol. Aber hier? Man hat echt nur den Geschmack, aber nicht so dieses Brennen. Genau. Was man so von. So kann man es vereinfacht. So. Ja, riecht auch wieder ganz anders. Mhm. Ist es eigentlich okay, dass wir das dann aus denselben Gläsern nochmal nehmen? Müsste man fast vorher ausspülen. Ja, das ist gar nicht mal so das große Problem. Das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Das Glas ist undicht anscheinend. Das große Problem ist eigentlich, dass wir unseren Geschmack verfälschen, indem wir es hintereinander trinken. Wir bräuchten eigentlich jetzt irgendwie eine Scheibe Brot oder Wasser zum Neutralisieren. Aber wir bleiben ja hier in der Familie, würde ich sagen. Und wir sind ja eigentlich alle nicht die Connoisseurs. Nee, von daher. Wir machen nur mal eine Verkostung von dem Zeug, was in der Kiste war. Jetzt muss ich erstmal hier mein Taschen. Das ist ja hier das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Also auch hier. Hier muss ich gleich vorweg sagen, rum ist gar nicht so meins. Nee. Es ist mir ein bisschen zu rummig. Also auch hier
wenn ihr den Geruch von Cuba Libre kennt, ist fast dasselbe. Es riecht wieder komplett anders. Ja, also es hat diese Rumnote, aber auch die süße Note, deswegen sage ich Cuba Libre. Cuba Libre ist ja hier Rum mit Cola. Da kann man bestimmt super mit Cola mischen. Tatsächlich würde ich es nicht mehr ausschließen, es wäre natürlich schade, aber ich sag mal, die Getränke sind dafür da, dass sie genossen werden und wer das mit Cola trinken will, der soll es machen. Auch hier wird ja immer empfohlen, das mit Ginger Ale zu mischen. Na, hast du welchen da? Ich habe tatsächlich noch von Grafschaft welches da. Na, das Original Grafschaft Ginger Ale mit der alten Fritz-Dose, müssen wir eigentlich mal aufmachen. Das stimmt. Das würde mich auch interessieren, weil das habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Wie nennt man das? Ginger Ale mit Kräuterlikör? Hat das irgendwie? Das hat bestimmt einen Namen. Schreibt es mal runter. Schreibt es mal in die Kommentare, wie man das nennt. Und wir probieren das mal im nächsten Stream oder so. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh ja. Ist für mich ein bisschen deftiger noch. Ja. In dem Sinne das gleiche Prinzip. Es kommt hier der Kräuterlikör. Wird in meinen Augen nur noch zum Trägermittel, weil es hat die Konsistenz eines Kräuterlikörs, diese leichte Dickflüssigkeit. Aber es transportiert wirklich 1:1 das Aroma des Rums, den Geschmack des Rums wieder, ohne wieder wie beim Whisky die negativen Anteile mitzunehmen. Oder die potenziell negativen Anteile für diejenigen, die diesen harten Alkohol nächstes Mal nicht trinken. Würde ich sogar sagen, nochmal eine Spur intensiver als beim Whisky. Ja. Ja, vom Geschmack her kommt hier mehr von dem Rum raus. Aber ich denke, das ist auch, weil der Rum selber einen stärkeren Eigengeschmack hat. Vielleicht so. Sein, ja. Beim Whisky kommt mehr vom Geruch raus, finde ich. Hm. Mehr vom Aroma insgesamt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für das Original entscheiden. Aber der Whisky ist für mich noch ein Stück vor dem. Ja. Ist aber, denke ich, Geschmackssache. Ja. Wer lieber Rum mag, für den ist natürlich das hier ein echt cooles Ding. Cool, kann man das so sagen? Kühl? Kühl. Soll das nicht bei Zimmertemperatur? Das ist kühl, das stand draußen. Also ich muss sagen, wer einen Kräuterlikör haben will, der ist mit dem Original am besten bedient, weil das ist kein klassischer Kräuterlikör. Wer aber mal was Besonderes haben will, was wo er abweichen will, aber eben seine Gäste nicht zumuten will, dass sie entsprechend keinen Whisky mögen oder keinen Rum mögen, ne? Denn ist das eigentlich mal eine richtig schöne Alternative zum Anbieten. Auf jeden Fall was für einen besonderen Anlass. Ja. Und wenn ihr jetzt auch Lust gekriegt habt, dann kann ich euch nur noch mal den Link in der Videobeschreibung empfehlen. Ein Affiliate-Link in meinem Namen zu Grafschaft, dem Online-Shop, und deckt euch ein. So. Und du willst nochmal? Ich will nochmal. Ich darf nicht so viel. Vielleicht. Wir lassen das mal hier unterm Tisch verschwinden, die edlen Tropfen. Ja. Du darfst gerne nochmal nachspüren. Ich will nochmal nur das Aroma, es ist ja wirklich nicht viel. Ganz leicht zitronig. Im ersten, auf der Zungenspitze. Wenn ihr anderer Meinung seid nach eurem Test, dann schreibt genau bitte drunter, was ihr davon haltet. Und jetzt kommt das nächste richtige Paket. Das war ja auch ein richtiges Paket. So. Das ist vom Stefan. Kameramann bei 5 gegen Willi. Er hat uns schon mal großzügig eingedeckt mit E-Pass und dergleichen. Und ich hab so eine Vermutung, dass hier auch wieder was Ähnliches drin ist. Wir müssen auf jeden Fall wieder. So. Ist gut eingepackt hier. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Ach Gott, ja, nee. Wie schlimm ist es? Wenn du die Schneide Richtung zu mir hältst. Die Schneide ist leider stumpf, das ist nur so ein Dekosäbel. Ach so, es ist trotzdem sehr schwer erträglich für mich. Ich weiß doch gar nicht bei Säbeln, sind die richtig scharf? Nein, die waren früher auch bloß, es war doch bloß ein Statussymbol. Das hat ja, das ist ja ein echter.
originaler Dachbodenfund. Da habe ich selber, aus zwischen Dielen rausgefischt. Aber ich sag mal, hier bei, bei der Kavallerie wurde die ja im Ersten Weltkrieg noch richtig als Säbel, ja, als Hackwaffe genutzt. Der hat ja auch eine Ätzung. Das ist ja so ein Reservistenstück hier. Also, von der Ätzung sieht man bloß nichts mehr. Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Sind Militärsäbel auf der gesamten Schneidfläche wirklich messerscharf? Oder hat man das wirklich als halbspitze Hiebwaffe genommen? Ich bin überhaupt kein Blankwaffenexperte. Aber ich weiß, dass man am Säbel nicht vorbeikommt. So! Und dass es bessere Werkzeuge gibt, um ein Paket zu öffnen. Welche denn? Keine Ahnung, Messer? So. Nie gesehen, nie gehört. Ich sollte vielleicht den Gladius holen. Ja. Oder hier den wie heißt der? Spellvio. Fugio. Oh, Fugio. Guck mal hier. Ah, mein Lieblingstarn. Oha. Ganz interessant. Leibertarn. Ja, Schweizer Leibertarn. Was ist denn das? Das ist schwere Kampfjacke. Also ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich hab die auch zu Hause, ich trage die aber nicht. Aber du hast ja grundsätzlich alle Taschen, und das sind große Taschen, ja, um hier Funkgerät reinzumachen, Magazine reinzumachen. Du hast auf der Rückseite, das ist wie so ein Smog. Ich wollte gerade sagen, hast du hier auch Rucksack dran. Genau, und da brauchst du in dem Sinne kein Koppeltragesystem. Du hast alles am Rucksack, an der Jacke. Das habe ich zum Beispiel gar nicht dran, das wusste ich auch gar nicht. Das ist der ganze Rucksack hier nochmal dran. Das ist ja abgefahren, oder? Genau. Der ist ja optional. Interessant, noch nie in der Form gesehen. Thema, wo ich mich gar nicht groß auskenne. Schweiz, aktuell. Haben sie jetzt nicht mehr, oder? Nee, die haben das gewechselt. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch Leibertarn haben. Ich glaube aber nicht. Das heißt ja bei denen noch anders. Ich weiß gar nicht, Alpentarn. Aber wiegt natürlich. Also das wiegt. Dafür, dass es nur die Jacke ist, wiegt es ganz schön viel. Aber es ist halt wahrscheinlich auch hier gleich das Zelt mit. Ja, und es ist halt extrem stabil vom Stoff her. Das ist richtig dicke Baumwolle. Das ist durchdacht. Und tatsächlich hatte ich mir das auch geholt, weil ich dachte, naja, das Gewehr einhängen. Da kannst du, da kann man mit Survival machen. Hm. Das Problem ist halt aber, es wiegt viel und du kannst ohne die entsprechende Ausrüstung, in meinen Augen, die Taschen nicht so sinnvoll belegen, wie das von der Armee gedacht wurde. Man muss natürlich sagen, es muss das top. Ja. Auch wenn das hier immer komisch aussieht mit Rot und so, aber in der Natur ist es wirklich gut. Wir haben es mal ausprobiert und jemanden so 50, 75 Meter reingesetzt mit Kapuze. Das verschwimmt so sehr fürs menschliche Auge, weil viele sagen, oh, das ist ja viel zu rot. Das nimmt das menschliche Auge nicht mehr wahr. Ja, es ist ja, kann man sagen, ist ja die letzte Entwicklung der deutschen Streitkräfte kurz vor Kriegsende im Zweiten Weltkrieg. Leibertarn, da waren es ein bisschen heller noch. Ja. Basierte vor allem auf Infrarottarnung. Deshalb das Rot und das Schwarz mit drin. Das Schwarz war dann so eine Carbonfarbe, die dann gar nicht reflektiert. Das Rot war für Infrarot nicht sichtbar. Und sowas konzipiert, aber natürlich auch abseits davon. Also vielleicht nochmal dazu. Maximal verschwimmend. So was Splittertarn, Plantarntarn, Eichentarn und sowas ist. Das sind so alles Tarnmuster, die aus der Natur übernommen wurden. Also man hat sich die Natur angeguckt und hat das versucht irgendwie zu stilisieren und auf eine Uniform zu pressen. Und Leibertarn geht davon weg, weil da wirklich Nachforschung, also von den Herrn Leiber, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen hieß, wirklich Nachforschungen betrieben wurden. Was nimmt das menschliche Auge wie wahr? Ja, das war so das erste richtig wissenschaftliche Tarnmuster. Ja. Und deswegen eine wunderbare Erfindung. Ich finde das eine tolle Geschichte. So, und dann haben wir hier noch das ganz neue. Ganz neu. Typ 3. 22. Aber es steht noch Einmannpackung. Na, wir hatten ja das hier, wir haben das alte, haben wir schon gehabt, das war ein ganz altes. Dann gab es zwischendurch die Plastiktüte und jetzt haben wir ja wieder das. Das ist das ganz neue Bundeswehr-EPA und das gucken wir uns mal an, demnächst. Demnächst, ja. Machen wir noch mal eins. Müssen wir auf dem Laufenden bleiben. Und das hier. David, was ist das?
Französisch, 24 Stunden. Oh la la. Oh oui. Wir hatten ja bloß die kleine Version, eine Mahlzeit bisher. Rangiert unter den Top-Epas für die ein... Hier haben wir mit 24 Stunden einen echten Herausforderer, sag ich mal. Genau. Echten Vergleichswert. Und da bin ich sehr gespannt. Menü Nummer 1 steht auch Kebab Meatballs. Oh. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Interessant ist, dass das hier ist gewohnt, aber das hier Gewicht und Größe. Es ist leicht. Es ist leicht und ich finde klein. Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, gewichtmäßig ist das nicht anders. Nee. Bin sehr gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall mit uns zusammen rausfinden. Vielen Dank, Stefan. Danke, Stefan. So, und hier haben wir noch, es ist kein Paket, es ist aber auch, ich nenne es mal ein Zuschauerpaket. Ich habe es dir selbst geschickt. Nicht mir selbst geschickt, ich habe es abgeholt. Es wurde mir sozusagen so, wie es ist, in die Hand gedrückt. Und es sind nur militärische Uniformen und Ausrüstungsstücke und wir gucken einfach mal rein. Was rauskommt. Ach du heilige Scheiße, das ist, das hier ist die Öffnung, oh Gott. Ist gleich der Tisch mit verschwunden. So, leg mal einfach mal los. Das ist eine Hose, wie man sieht, eine Uniformhose. Und zwar, ich sehe das gleich, weil ich habe sowas schon mal gesehen, nicht die Hose, aber die Jacke dazu. Das ist Finnland. Oh, sehr interessant. 80er Jahre oder ich glaube so 60er bis 80er, 90er irgendwie. Haben sie noch so einen Wollstoff. Sehr gute Qualität. Ja. Hier muss ich sagen, könnte man sogar für eine frühe, weißt du, wenn nur so die Hose rausguckt. 1992. 92, doch so lange. Aber ich glaube, das hatten sie ab den 60ern oder so. Ist ja auch so, wirkt ja auch so ein bisschen als Hose für draußen, für Jäger oder so. Ja, auf alle Fälle. Und ich würde fast sogar sagen, für eine improvisierte Frühkriegsdarstellung, hier die Taschen ab. Hier oben hängt ja die Jacke drüber, hier ist der Stiefel. Ja, also die Farbe passt. Das ist halt natürlich die Frage, was es kostet. Ist, glaube ich, recht günstig. Wenn's recht günstig ist, dann kann das natürlich durchaus ein. Wenn man es nochmal für eine Veranstaltung braucht, wo man jetzt hier, wenn das nicht die normale Darstellung ist, sondern man macht jetzt nochmal hier irgendwie Nüwang. Ja, also dann würde ich sagen, das kann man schon nutzen, ne, wenn es. Wenn es nichts auf Detail an. Also die Taschen müssen natürlich abgetrennt werden, das ist klar. Abseits davon ist es natürlich hoch, qualitativ sehr hochwertig hier. Ja, es ist Armee oder Militärqualität, muss man so sagen. Nicht schlecht. Zieh doch mal an. Hm? Ist deine Größe? Scheißegal. Ich spiele es einfach mal an. Hier ist noch eine zweite, weil auf einem Bein kann man nicht stehen. Guck mal, einfach drüber gezogen. Dafür ist sie vielleicht da. Überziehhose. Hier gibt es noch die Jacke dazu. Die kenne ich nämlich, weil die ist echt gut. Hm, das ist eine schöne Jacke. Die mal an. Die ist ungefähr vom Schnitt her wie so eine M44. Sitzt ja, so bist du wie so ein Battledress. Gar nicht. Ich wollte gerade sagen, so bist du wie so ein Battledress. Battledress ist auf jeden Fall die Inspiration. Und wenn ihr euch die mal anguckt, dem einen oder anderen kommt die vielleicht bekannt vor. Halt mal. Ich trage die nämlich sogar so eine im Alltag. Ich habe die aber abgeändert. Das ist meine Jacke, die ich oft trage. Und das ist im Prinzip diese Jacke. Ich habe die Knopfleiste ist hier abgedeckt. Das habe ich hier durch eine durchbrochene, also das habe ich entfernt und die Knopflöcher in die obere Schicht reingemacht. Ich habe die hier unten gekürzt. Weil das ist recht breit hier. Das habe ich hier gekürzt. Ich habe die Knöpfe natürlich getauscht. Ich habe italienische Zeltbahnknöpfe dran, weil die braun sind. Hier ist das finnische Hoheitsabzeichen drauf. Ja, ich habe die Schulterklappen abgemacht, die es hat. Und auch bloß hier die Knöpfe geändert. Die sind hier so. Und dann habe ich sie noch braun gefärbt. Meine Alltagsjacke. Es sieht halt dann aus wie eine einfache 40er Jahre Jacke. Die ist ja auch zivil. Wie es ja auch zivil gab. Könnte alles sein. Das passt mir gut. Jedenfalls von der Armlänge her. Qualitativ interessant. Was hier interessant ist,
die haben in den Ärmeln drin Kunststoff. Eine dichte Schicht, die nicht wasserdurchlässig ist. Ja, das fühlt sich auch in den Knien. Das fühlt sich so an. Ja, in den Knien auch. Und hier ist natürlich top, wenn man irgendwie durch Matsch oder Schnee durchs Gemüse kriecht. Ja. Die behalte ich gleich an. Ja, ich mach das jetzt hier nicht so. Aber ja, das ist tatsächlich auch meine Größe. Gut, ein bisschen weit geschnitten, aber man kann natürlich noch einen Pullover drin haben. Na, ich glaube, die sind ein bisschen zu groß. Steht in der Größe drauf. Also die hier ist von 1943. Die ist von 56. Was? Warum sollten sie sagen? Da hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, das ist Schweden. Weil die Farbe, das ist ja wieder Feld. Das ist ja ein richtiges Grau, Steingrau nennen wir es mal. Das ist Feldgrau. Und das müsste Schweden sein. Und es ist auch gelb-blau. Muss ich mal kurz überlegen, auf die Seite. Es wird eine 58 sein. Ja, hier auch. 58. Hm. Schick. Was haben wir noch? Das ist eine Hose hier unten. Mit Gamaschen. Mit angebauten Gamaschen. Das ist auch Schweden. Was haben sie hier verbaut? Interessant. Oha. No, das ist schon sportlich. Das ist Conny-Größe. Mhm. Also Conny, die passt dir. Ich frage mich, von wann die ist. Die sieht ja auch urig aus. Ja, das stimmt gerade. Gerade ich sehe mit den Schweden haben die, aber dann haben die, wenn das hier 43 ist und das irgendwann 50er, dann haben die doch das alte Gelumpe auch bis sonst wann angezogen, oder? Garantiert. Dann war das ja, die haben das ja nicht. Wenn es dasselbe war, haben die das doch weitergetragen. Ja, die hatten ja keinen Grund, das zu wechseln. 1953 ist die hier. Ich weiß nicht, ob das eine Offiziershose ist. Ist das so Gabardine-Stoff? Ja, das ist aber relativ grob. Ne? Das ist jetzt vom Schnitt her wie hier, mit den aufgesetzten Taschen. Das ist interessant. Aber hier passe ich auf jeden Fall nicht rein. Aber hier kommen noch ein paar. Hier ist noch eine. Das ist aber jetzt nicht ein Wollstoff. Könnte durchaus sein. Das ist die passende Hose, denke ich, zur Mütze. Oh, hier, guck mal, hier noch mit Etikett noch ungetragen. Und hier ist auch so ein grauer Zeltbandstoff als Gamaschenersatz oder eben als Hosen. 1945. Oh, nicht schlecht. Ey, das ist ja hier uralt. Es sieht schon sehr hochwertig aus. Die könnte passen, aber wir gucken mal, weil ich sehe hier gerade noch eine. Das ist nochmal dasselbe. Haben die auch aufgesetzte Taschen? Hatten die im Krieg schon aufgesetzte Taschen? Das kann gut sein. Die Briten hatten ja das, glaube ich, auch, oder? Wenn sie nicht gerade kurze Hosen getragen haben. Ah, passt ja wie angegossen. Naja, gerade so, da muss ich noch reinwachsen. Einmal richtig gestreckt und dann passt die. So, und hier ist bestimmt die Jacke dazu. Guck mal. Also das ist halt... Es sieht halt aus wie eine Wehrmachtsjacke, oder? Es ist nicht verwunderlich, dass sowas früher, also ich habe vor 10 Jahren, tatsächlich öfters als Wehrmachtsjacke getragen wurde auf Veranstaltungen. Ich guck gerade nach dem Stempel hier, ob wir hier irgendwas sehen. Hier. 1940. Guck mal, die ist sogar aus dem Krieg. Ja, warte. Ist ja krass, oder? Also ja, obere Tasche ähnlich. Ich würde sagen, die Quetschfalte hier ist ein bisschen schmaler bei der deutschen. Ja, hier ist ein bisschen breiter, eckiger. Unten ohne Quetschfalte ist eine eingelassene Tasche. Und was markant ist, weiß nicht, ob die es auch hat. Ja. Ah, hinten hat sie. Hinten nochmal Taschen. Ah, das scheint eine schöne Jacke zu sein. Oh. Die sieht top. Hey, überleg mal, das ist original von, wer weiß wann. Stell dir mal vor, wie teuer das wäre, wenn es Wehrmacht wäre. Yikes! Und die Größe, guck mal hier, die Größe bei der Jacke, die ist ja hier fabulös. Also es sind schon gute Sachen und der Preis stimmt ja in der Regel auch. Ich weiß gar nicht, wie die hier aktuell sind, die waren lange günstig. Ich habe ja mit dem Mann gesprochen, der uns die hier gesponsert hat. Und der hat mit den Dingern gehandelt. Und der hatte bergeweise. Und er sagte, und die waren alle hier so
Surplusware, also, ja, also hier aussortiert beim Militär. Also new old stock oder gebraucht? Ja, gebraucht, alles mögliche wahrscheinlich. Ja. Siehst du, die eine Hose aussortiert ist einfach, wo die das dann wahrscheinlich abgelegt haben, aussortiert ist. Und er sagte, die älteste von den Jacken war von 1916 oder sowas. Also Erster Weltkrieg, und er sagt, die war überall gleich, hatte aber hier noch Aufschläge. Das war der einzige Unterschied. Und das, ich weiß nicht, bis wann die das benutzt haben, bestimmt auch so bis in die 80er, vielleicht 90er rein. Und wenn ich dann überlege, dass dann dort einer irgendwann in den 80ern oder 90ern mit so einer Jacke aus dem Ersten Weltkrieg rumgerannt ist, ist ja nicht abwegig. Ist nicht abwegig, dass das irgendeiner, vor allen Dingen, wenn es eine Spezialgröße war, die dann einfach ist, aufgetragen hat. Ist schon wild. Guck mal, hier haben wir noch eine. Das ist aber eher so mantelmäßig. Guck mal, die ist anders. Die sieht aus wie eine Erste Weltkriegsjacke. Ja, die hat keine Aufschläge. Die hat die aufgesetzten, ja, die aufgesetzten Taschen hier oben nicht. Ja, na. Und dann sieht die hier unten mit den verdeckten Taschen so ein bisschen aus wie eine Erste Weltkriegsjacke. Die hat auch den Kragen ein bisschen anders hier. Was steht jetzt drin? 66. Von 66? Ja gut, das könnte der Nachfolger sein. Wahrscheinlich, ja. Also wird sie doch geändert in Details. Was Details? Hinten, ja gut. Hinten die Taschen sind noch dran. Die Brusttaschen sind abgenommen. Kann auch sein, dass sie dann ein anderes Koppeltragesystem hatten, dass sie an den Brusttaschen nicht mehr rankamen. Hat die Innentaschen an der Brust? Irgendwie? Nee, nicht direkt. Kannst du nicht. Ja, guck mal hier. Das ist dann, kannst du in der Mitte noch zusammen machen, wie so ein Knochensack. Musstest du ja hier irgendwo, hier hast du die Knöpfe. Ach so. Hat die das auch? Die hat das nicht. Hat die das? Nee. Achso, nee, die hat hier vorne die Knöpfe nicht. Nee. Da wird so hinten das Ding nicht haben. Okay, also das wurde, ist wahrscheinlich mal hochgerutscht. Und dann hat man gesagt, komm, wir machen das Ding im Schritt einfach zu. Das kann sein. Ich wollte gerade sagen. Aber interessant, wie einfach sonst alles irgendwie noch fast genauso ist. Hier haben wir nochmal so eine. Das ist Finish oder? Das ist nochmal die du gerade anhast. Bisschen andere Farbnuance. Oder feiner auch. Ja. Überleg gerade, kann man daraus eine Luftwaffenjacke bauen? Also das ist fast wie die Farbe passt auf jeden Fall. 84. Also ich denke, das ist die Jahreszahl. 84 und 52 ist die Größe. Auch gute Größe sogar hier. Genau. Schön. Nicht schlecht. So, was haben wir noch? Eine Feldflasche. Feldflasche. Ich glaube, er hat es mir gesagt. Von der Farbe her würde ich sagen, das ist die schwedische. Recht spät wohl, erinnert ein bisschen an die deutsche THW-Flasche und sowas, die ganz große. Ach, das ist auch Alu. Mhm. Schraub das mal, das fühlt sich so hochwertig an. Tatsächlich, also ihr kennt es vielleicht hier von den Wehrmachtsflaschen. Das ist manchmal so schwer, leicht, schwer, schwer, leicht, 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 schwer. Und das ist eins. Zusammenfeldfleisch habe ich noch nie gesehen. Nee. Schön, schön. Ist aber passt wahrscheinlich recht wenig rein. Ich würde sogar sagen, weniger als in der Mehrausflasche, vielleicht 0,5. Ja, naja, es ist halt dünne, ne? Ist es, ja, weiß nicht. Wirkt ein bisschen schmal. Aber kann natürlich auch sein, dass die extra weniger gemacht haben, weil ich hatte tatsächlich das Problem, mal, da war ich im Allgäu auf einer Übung und da hatten wir minus 20 Grad und mehr, also oder weniger. Und da ist das innerhalb einer Stunde war das, was in der Feldflasche war, heißer Tee, zugefroren. Und das muss dann so machen. Ja. Geht aber nur, wenn es so schmal ist. Richtig, deswegen, also. Da oben ist ja kälter. Ja. Ist vielleicht wirklich so gedacht, gibt es dann hier so eine Innentasche, wo die extra reinkommt? Weiß man nicht. Weil guck mal, die ist ja auf der Seite, hat die bloß so einen Dünnstoff, wo die anliegt. Das könnte durchaus sein, ja. Das ist es so. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Aber interessantes Thema. Ja. Also hier meine neue Darstellung, Zweiter Weltkrieg Schweden, das ist es ja schon. Ist halt die Frage, wäre jetzt nur noch interessant zu wissen, was die für Hemden gehabt haben. Oder ob die Krawatte getragen haben irgendwie oder einen Binder oder... Hier ist noch der Sack, wo alles drin ist, habe ich gehört, ist italienischer Rucksack. Rucksack mit Trägern. Mamma mia. Ist eher eine Kleidertasche, aber das scheint wohl Italien zu sein. Dass ich das auch mal gehört habe. Und hier sind noch Schuhe. In der Schweizer Gebirgsjägerschuhe. Und hier sind, das sind, nee, das sind schwedische. Schwedische, ja. Hat er mir gesagt. Ach, die haben wir gut. Und das Interessante an denen ist, die Sohle, neu besohlt in den 70ern, 70, 71.
Die ist von 71, die ist von 70. Also irgendwann danach sind die draufgekommen. Aber der Schuh selber ist von 1942. Also ja. Hier, die Sohle ist aus den 70ern und hier auf dem Schuh haben wir einen Stempel im Leder 1942. Ja, das hat halt so ein bisschen auch hier die Form eines Wehrmachtsgebirgsschuhs. Das sind Skischuhe. Also jeder Schuh bei denen war gleichzeitig so ein bisschen Skischuh. Genau. Skischuh. Deswegen auch die... Kam da nicht so ein Film raus? Hieß der nicht so? Jetzt letztens. Skischuh? Sisu. Naja, ist das dasselbe. Gesundheit. genau. Finde ich ganz interessant, dass dann so ein alter Schuh hier wahrscheinlich auch bis in die 80er, 90er getragen wurde und immer wieder aufgearbeitet. Also du musst halt sehen, also schwedisches Militär, die hatten ja keinen Krieg, die waren ja auch immer neutral gewesen. Ach, die passen die, so. Die haben das halt einfach alles auf Qualität ausgelegt. Dafür, dass 42 dran steht, passen die erstaunlich gut. Ich kann nicht mit. Sie haben mir die Schnürsenkel zusammengebunden. Ich meine, dadurch, dass es auch eine Gummisohle ist, ist das auch sehr praktikabel, weil man ja heutzutage deutlich mehr auf Steinboden und gepflasterten Boden läuft als früher. Und es ist schon Vintage Survival. Vintage Survival, da haben wir es doch. Ja. Hier interessant ist an der Hose noch, vielleicht seht ihr das gerade, hier ist ein Haken, wo du es halt in die Schnürsenkel einhakst. An der Zunge hast du nichts, oder? Oder ist hier sogar ein Dings dran? Nee. Nee, ich denke in die Schnürsenkel und dann hier halt machst du hier gleich zu. Es ist ja schon deine Gamasche. Ja. Die geht wahrscheinlich dann hier über den Schuh noch drüber weg. Durch den Haken rutscht es nicht hoch. Ist fast besser als richtige Gamaschen. Und wenn du noch die 60er Jahre Jacke anziehst, kannst du dich verrenken, wie du willst. Du hast keine offene Körperstelle. Zum Wohle. Gut. Leider fehlt die finnische Kopfbedeckung. Ja, also tut mir leid. Wir wissen nicht, wie sie aussieht, aber wir kriegen das raus. Ich glaube, die hat eine Mütze. So ähnlich wie. Aber du hättest ja auch das Schwedenzeug anziehen können. Hättest du bloß in die Hose hungern müssen. Das hätte lange gedauert. So lange wollt ihr hier das nicht angucken. Gut. Hammer's. Hammer's. Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und denkt an die Links unten in der Videobeschreibung. Hier könnte auch Grafschaft da drin sein. Skull. Skull. Hier ist gar nichts drin. Was? Oh Gott.